Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ja, ich habe heute eine Rezension für euch und zwar zu Dare to Trust von April Dawson. Ich habe das Buch vom Glücksverlag als Rezensionsexemplar bekommen und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, weil wie ihr ja vielleicht wisst, mag ich April Dawsons Bücher wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe ja hier die anderen gelesen, dieses Up All Night, More Than This und Next to You, und die Reihe fand ich wirklich ganz, ganz toll und kann sie euch auch wirklich ans Herz legen. Und deswegen habe ich mich natürlich umso mehr darüber gefreut, dass ich dieses Buch vom Verlag bekommen habe. Und ja, ich erzähle euch jetzt einfach erstmal, worum es geht und dann was über meine Meinung, so wie immer eigentlich. Ja, es geht hier um Hayden und Tori, und Hayden, ja, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und irgendwann in einem Café trifft er dann auf Tori und er ist wie vom Schlag getroffen, denn ja, mit ihr erinnert er sich an sehr, sehr schlimme Dinge, weil Tori ihm ja sehr ja, schreckliche Sachen angetan hat, früher in der Schule, und ja, das, da erinnert er sich dann halt auch, es sprudeln zwar noch andere Gefühle mit hoch, außer dieser Ärger, aber okay, das sei mir jetzt mal so dahingestellt. Und ja, als er dann auch noch herausfindet, dass Tori ganz dringend einen Job sucht, denkt er sich so, juhu, das ist jetzt meine Gelegenheit, jetzt kann ich ihr endlich mal ja, zeigen, wo hier der Hammer hängt, und vielleicht auch ein bisschen Rache üben. Und ja, so kommt eines zum anderen und Tori fängt halt bei Hayden an zu arbeiten und er will halt dann Rache nehmen quasi dafür, dass sie ihn damals so scheiße behandelt hat. Ja, kommen wir zur Story, beziehungsweise, wo fange ich an? Schreibstil. Fangen wir beim Schreibstil an. Erstmal an mein Cover. Cover finde ich wunderschön. Sieht so hübsch aus, und hier in der Schrift ist halt so, ne, so noch so eine Silhouette der Stadt, also von New York, und ja, finde ich richtig, richtig hübsch. Der Schreibstil von April Dawson ist auch hier wieder wie gewohnt super, super flüssig, also das Buch hat sich auch sehr schnell lesen lassen, muss ich sagen. Die Kapitel fliegen so dahin und ich finde einfach, April Dawson hat so einen richtig schönen Wohlfühl-Schreibstil. Nichts Anspruchsvolles, nichts Schweres, aber jetzt auch nicht rumpelig oder so, sondern wirklich richtig schön flüssig, und es macht absolut Spaß, es zu lesen. Und ja, kommen wir zur Geschichte. Also, vorab gesagt, mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es gab so eine Sache, beziehungsweise so zwei Sachen, die ich nicht ganz so gut fand, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Und zwar fange ich vielleicht auch direkt mit dem Negativen an. Für mich hat sich so, bis das alles so ins Rollen gekommen ist, hat sich für mich ein bisschen gezogen. Das war so, glaube ich, auf den ersten 100 Seiten. Da haben die beiden mal kurz miteinander geredet. Aber so wirklich das, was dann passieren sollte, dass sie bei ihm anfängt zu arbeiten und er dann so seine Rache nimmt, also was halt auch auf dem Klappentext draufsteht, das hat wirklich ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, das fing so bei Seite 120, 130 irgendwie so im Rahmen an. Das war für mich so, ja, weil ich die ganze Zeit halt drauf gewartet habe. Die ersten 100 Seiten waren jetzt für mich deswegen nicht schlecht, im Gegenteil. Man hat die Charaktere dadurch sehr gut kennengelernt und kommt halt irgendwie auch sehr schnell dahinter, dass Hayden eigentlich gar nicht der Typ dafür ist, dass er so ja, jetzt Rache an Tori nehmen möchte. Und man fragt sich die ganze Zeit, okay, wie wird das wohl laufen? Das hat mir wiederum sehr gut gefallen. Ich bin halt ein sehr ungeduldiger Mensch und ich mag das nicht, wenn ich so lange darauf warten muss, bis die Charaktere jetzt erstmal richtig aufeinandertreffen. Und wie gesagt, das hat hier schon so, klar, die treffen sich schon vorher und reden mal kurz miteinander, aber nicht so dieses richtige Zusammentreffen, wo man sagt, so, jetzt geht die Geschichte los. Das hat hier halt etwas länger gedauert, hat mich ein kleines bisschen gestört, aber wie gesagt, auf der anderen Seite konnte man auch die Charaktere sehr gut kennenlernen, die Umgebung der Charaktere sehr gut kennenlernen. Das war natürlich wieder ein kleiner Pluspunkt, aber für mich persönlich hätte es ein bisschen schneller sein können. So, zu den Charakteren. Ich mochte die Charaktere wirklich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Vor allem Hayden, wie ich schon gesagt habe, man kommt sehr schnell dahinter, dass er eigentlich ein sehr, sehr netter Mensch ist und dass er
ja, von seiner Vergangenheit schon sehr gezeichnet ist und eigentlich sowas, was ihm in seiner Vergangenheit passiert ist, eigentlich, dass er sowas nicht anderen Leuten antut. Und das war so ein zweiter kleiner Minuspunkt. Also wie gesagt, es hat für mich der Geschichte keinen großen Abbruch getan. Es waren nur so Sachen, wo ich so gedacht habe, okay. Das war halt so die zweite Sache, dass ihm wirklich in seiner Jugend schlimme Dinge angetan wurden, beziehungsweise ihm Dinge auch angetan wurden, die ihn für sein Leben geprägt haben. Und dass er jetzt halt auch die Idee kommt, Rache an einer Person zu nehmen und der Person quasi, sage ich jetzt mal, Gleichwertiges anzutun. Das war für mich so ein bisschen so, so geheuchelt klingt sehr hart, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Dass man durch jemanden gelitten hat und dann der Person das Gleiche gibt, das ist so nicht richtig eigentlich. Aber okay, ich konnte darüber hinwegsehen, weil man halt sehr schnell gemerkt hat, dass Hayden gar nicht der Typ für dieses Vorhaben ist, was er sich da so vornimmt. Und das fand ich dann wiederum sehr, sehr gut und sehr glaubwürdig gemacht, weil ich mich ein bisschen gewundert hatte, weil es zu seinem Charakter eigentlich nicht gepasst hat oder gepasst hätte, dass er ja sowas halt macht, und es legt sich auch sehr schnell. Und ja, wie gesagt, Hayden hat mir sehr gut gefallen. Was ich vor allem sehr gerne mochte, war die Zerrissenheit von ihm. Also ja, er war immer so hin und her gerissen zwischen ich hasse diese Person und ja, irgendwie hasse ich diese Person nicht, aber ich will sie hassen, weil sie mir das angetan hat. Und ich finde, das hat April Dawson so, so gut einfach dargestellt. Und das mochte ich wirklich richtig, richtig gerne. Und es hat absolut Spaß gemacht, das zu lesen. Auch Tori fand ich echt toll, obwohl ich persönlich sagen muss, dass ich zu Hayden eine größere Verbindung aufgebaut habe als zu Tori, was aber nicht daran liegt, dass dass ich sie nicht mochte. Im Gegenteil, ich mochte sie sehr gerne. Ich fand ihre taffe Art sehr cool, dass sie sich, ich fand allgemein ihren Charakter echt toll, weil sie hat eine richtige Charakterwandlung gemacht von ihrem alten Ich, sage ich jetzt einfach mal, zu ihrem neuen Ich. Das fand ich richtig toll dargestellt und das hat mir wirklich gut gefallen. Und am Anfang will man sie so ein bisschen hassen, wo man halt aus Haydens Sicht liest, was da passiert ist. Aber man merkt sehr schnell, dass das nicht geht, weil Tori wirklich eine sehr liebenswerte Person ist und eine sehr liebenswerte Persönlichkeit ist und man da eigentlich gar nicht anders kann, als sie zu mögen. Und wie gesagt, ich mochte auch ihre taffe Art sehr gerne. Sie ist super, super, super stark und ja, selbst dann, als ihr so ein paar Steine durch Hayden eventuell auch in den Weg gelegt werden, sie schmeißt nicht direkt hin oder gibt auf. Nein, ganz im Gegenteil. Die denkt sich so, ganz ehrlich, mich kriegst du nicht klein. Und ja, ich mag so Charaktere sehr, sehr gerne. Und ich mochte das auch hier sehr gerne. Und was ich auch wieder sehr toll fand, waren die Nebenprotagonisten, also die Nebencharaktere. Und das sind teilweise sind das die Geschwister von Hayden. Und auch da gibt es so eine kleine Hintergrundgeschichte. Und die Hintergrundgeschichte, die fand ich sehr, sehr toll. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, weil es gibt ja noch zwei andere Bände. Ich glaube, die sind hier nicht drin. Nein. Es gibt hier noch zwei andere Bände. Der eine Band geht um Haydens Schwester, meine ich. Und der dritte, bin ich mir gar nicht sicher, ob der jetzt um seinen Bruder ging. Ich meine schon, ja. Auf jeden Fall fand ich es richtig toll, wie die Charaktere mit in die Geschichte eingebunden wurden. Das war für mich die perfekte Mischung, weil es war nicht zu viel. Ich mag das nicht, wenn man mehr Handlungen mit den Nebencharakteren hat, als die Hauptcharaktere alleine haben. Viele mögen das. Ich persönlich mag das nicht, weil ich mag es lieber, wenn die Hauptcharaktere auch mal alleine sind und nicht immer nur mit den Nebencharakteren. Was natürlich manchmal schwer ist, in der Clique zu machen. Aber ich finde, wie gesagt, April Dawson hat das hier sehr, sehr gut geregelt. Und es war mir halt auch nicht zu wenig. Es hat absolut Spaß gemacht, die Charaktere zu begleiten. Ich mochte das Setting sehr, sehr gerne. Und für mich eine absolut lesenswerte Geschichte. Sie hat ein, zwei Schwächen für mich persönlich. Das muss natürlich nicht heißen, dass ihr das genauso empfindet wie ich. Das ist
wie immer meine persönliche Meinung, aber nichtsdestotrotz, ich habe die Geschichte wieder absolut genossen, absolut geliebt und ich glaube, so ab Seite 130 war ich auch so in der Geschichte drin, ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen und ich glaube, ich habe das Buch auch innerhalb von ein, zwei Tagen gelesen und habe mir nur so gedacht, oh nein, ich will jetzt Band 2 haben und zwar am liebsten jetzt sofort und ja, also ich kann es euch wirklich sehr empfehlen, auch wenn ihr ja, so Geschichten wie von Mona Kasten, hier dieses Trust Again und so mögt, finde ich immer, dass April Dawson da auch richtig tolle Geschichten geschaffen hat. Wie gesagt, auch mit der anderen Reihe, die sie geschrieben hat, die Geschichten fand ich auch schon wirklich sehr, sehr toll und klasse. Ich sag immer toll, ich weiß gar nicht warum, aber toll ist irgendwie so ein schönes Wort. Naja, auf jeden Fall fand ich die Geschichte wirklich sehr, sehr gut und kann sie euch nur ans Herz legen und nur empfehlen. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an den Verlag für das Rezensionsexemplar. Und ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, ob ihr schon Geschichten der Autorin kennt oder ob ihr ja noch vorhabt, welche von ihr zu lesen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!